Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge Lego Herr der Ringe. Danke auch an die vielen Abonnenten bis jetzt schon. Wir haben die 70 erreicht, also laut meinem Zähler. Andere sagen, es sind erst 64. Wie auch immer, ich freue mich, dass mir so viele folgen, dass ihr mir folgt und dass ihr meine Let's Plays feiert. Los geht's. Aber natürlich erst noch auf die Karte gucken, wo wir denn gerade sind. Wo könnten wir sein? Wir könnten am Schicksalsberg sein. Wir sind auch am Schicksalsberg. Wer ist denn Edna unten, der gerade hingeflogen ist? Gil-galad. Wer auch immer Gil-galad ist. Ich weiß es gerade nicht. Deshalb machen wir uns jetzt ohne weiteres Gelaber auf den Weg zum Schicksalsberg. Der Schicksalsberg. Und dann beenden wir natürlich auch dieses Let's Play. Ich hoffe jetzt schon mal, dass es euch gefallen hat. La, la, la. Erinnerst du dich noch ans Augenland, Herr Frodo? Schon voll die Hallos. Hat's er gebracht. Ja, sobald man Frodo spielt, humpelt man jetzt ein bisschen hier rum. Das Schwert hat er natürlich schon noch. Haben wir eben den Lava-Berg hier kaputt. Wenn man jetzt so läuft, dann sieht man schon. Und das ist auch so unsere Hauptaufgabe jetzt, hier auf Frodo aufpassen. Mit Sammy Boy natürlich. Denn Frodo kann nicht springen. Ich lehne mich mal ab. Zack. Zack. Deshalb muss er immer irgendwie versuchen, andere Wege zu finden, um natürlich zum Schicksalsberg zu kommen. Und diese Dinger leuchten ja schon verdächtig. Es könnte natürlich sein, dass damit irgendwas zu tun hat, aber wer weiß, wer weiß. Ja, es hat etwas damit zu tun. Wir bauen uns eine kleine Brücke natürlich. Für Frodo. Und machen jetzt erstmal hier noch alles. Kommen wir natürlich nicht wieder weiter. Ist natürlich klar. Bam, bap. Ich weiß jetzt auch nicht, wann diese Folge online kommt. Es könnte sein, dass sie am Dienstag kommt oder am Montag doch noch oder weiß ich nicht. Wann guckt ihr diese Folge? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Was ist das denn? Ein Angelplatz. Ich soll in der Lava angeln. Ja, logisch. Erstmal springen wir jetzt hier mit dem Sammy Boy hier rauf. Der kann nämlich den Weg etwas verkürzen, weil Frodo ja da nicht drauf kommt. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Kein Geld. Oh. Und jetzt. Bricht alles erstmal zusammen. Ich bin noch so ein bisschen in der Bau installt, weil gerade die Motor da hatte. Nee, mit der Bausoftware und so ein Kram. Und Oktoberfest ist echt interessant. So, und jetzt gucken wir einen da unten. Kann er den da unten sehen? Ja, da unten kann er sehen. Da steht der Frodo. Und wenn ich jetzt hier drauf springe, da kommt der Frodo nach oben. Und das ist was Praktisches, wa? Ein Supermechanismus. Ein Supermechanismus, das hört sich auch irgendwie toll an. So, was muss ich denn jetzt machen? Ich muss da mit der Frodo rein. In die dunkle Ecke. Und ich muss da irgendwas durchschieben, um die Lava raufzuhalten. Und da steht die Lava schon zum Teil. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen was ausgraben. Ein Schaufel, Schaufel, Schaufel. So, Patz. Und da steht die ganze Lava. Das ist auch ein bisschen unlogisch noch, weil ich ja eigentlich hier drüber fließen müsste. Aber, naja. Was haben wir denn hier gefunden? Noch ein Steinchen. Was soll ich mit dem Steinchen machen? Doc.
Oh, das ist ja interessant. Da haben wir gleich eine goldene Kiste bekommen. Das ist ja super schön. So. Und jetzt hier natürlich wie immer drüber springen und doch nicht. Natürlich nicht, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Jetzt können wir da, jetzt kommt hier sowas wie man vielleicht aus alten Spielen kennt, wo man hier rüberlaufen muss. Das machen wir auch gleich direkt mit der Frotto. Aber ich muss springen mit der Schamme drüber. Jetzt hoffentlich nicht zurückkommt, nach er kommt zurück. Naja, dann wird das Ganze halt umsonst und wir gehen jetzt einfach mit der Frotto drüber. Der dann schön mit der Schwester hier drauf hat. Und ich glaube, das reicht jetzt auch mit dem ganzen Gelaber, das ist echt schlimm. Finde ich. Nach einer Zeit geht einem das selbst auf den Kick. So, wie weit sind wir denn hier schon? Da scheint noch etliches zu sein, bis wir da sind. Bam. Bam. Schön alt kaputt mache. Zack. Geht nicht. Was ist denn hier in der Hölle drin? Ach, hier brauche ich die Sammelein. Ja. So, jetzt muss ich die Sammelein mal im Bett nehmen. Sprich schon ein bisschen wie die Chili von der Fahrt. So. Der Shammy Boy. Holt jetzt mal das Ding da runter. Nein, das ist blöd gewesen. Geschafft. Hier kommt jetzt wieder so ein Mechanismus in Frage. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier draufstellen mit dem Sammy, dann geht Frodo nach oben. Zack, wir wechseln zu Frodo. Müssen jetzt natürlich noch Sam irgendwie hochkriegen. Bam, bam. Dazu wollen wir eigentlich das hier zerstören, aber es geht nicht. Hallo? So blöd? Dankeschön. So. Und das Gute daran ist, dass Frodo, wenn er denn da... Hallo? Irgendwie bewegt er sich heute komisch. Dass Frodo, wenn er da drauf springt, zu leicht ist. Eigentlich. Aber wie habe ich den jetzt nochmal noch hochgekriegt? Genau so. So, Frodo wieder hoch. Und jetzt kann ich hier... springen und springen und springen und springen und springen. Springen und springen und springen und springen und springen und springen und es funktioniert nicht. Wie habe ich das denn gemacht? So? Jetzt ist der oben. Aber ich brauche ja Foto hier oben. Okay, gehen wir mal ein Stückchen weiter, können wir graben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Oder muss ich den dann gar nicht hochbringen? Ich muss nur Sammy Boy da hochbringen. Aha. Na gut, dann hatte ich das so gemacht. Pong, pong, pong. Schaufel an den Kopf. Wer kennt's? Denke ich mal, die meisten. So. Batz, geht nicht kaputt. Hier kommt schon wieder sowas. Das ist sehr oft hier enthalten in diesem Spiel. Der Frodo stellt sich auch direkt schon dahin. Das heißt, wir holen uns jetzt da das Geld erstmal. Springen hier drauf. Dann geht Frodo nach da oben. Geht auf das Ding. Wir schieben ihn damit rüber. Und bevor der weiterläuft, muss ich drüber wechseln, damit ich das Geld noch kriege. Hintenrum. Immer schon hinten durch. Ha. Naja. Minderjährige anwesend? Ich glaube ja. Irgendwo habe ich gerade was geplänkt. Wo auch immer. Ich sehe es nicht. Da unten. Ach verdammt, jetzt komme ich ja nicht wieder hoch. Haha. Gut, so machen wir das. Ich kann damit Frodo nicht springen momentan. Ich gehe mir hier durch. Und komme dann weiter nach oben. Und oben ist schon der Eingang. Oh mein Gott. Und ein Entwurf liegt da oben. Hoppala. Und hier kann ich nicht weiter rauf. Komm, Herr Frodo. Ich kann ihn nicht für dich tragen.
aber ich kann dich tragen. Komm schon! Machst du richtig gut. Ein Eingang. Wir sind jetzt fast da. Kluge Hobbits, so hoch zu klettern! Na super. Was machen wir jetzt? Wir schmeißen Gollum mit Stein. Pock. Das war ich nicht, Gollum. Das war irgendwie anders. Huch, da fliegen noch mehr Steine. Kann ich den von hier wieder abwerfen? Nee. Ich fess mal rüber zu Frodo. Kann Frodo den abwerfen? Zack. Bock. Ja, jetzt über Wirbel wechseln. Und Bock. Bock. Sehr eintönig gerade. Also ein bisschen. So, ne? Bock. Yay, geschafft. Ja, Frodo. Frodo! Wieso? Du machst es richtig. Vernichte ihn! Der Ring gehört mir. Na. Nein! War ja klar. Blumenpott. Story. Gesplittet. Wir sind hier mit Gollum, haben ihn erstmal abgeschmissen. Da blinkt er zwar, aber hier liegt so viel Geld, das muss ich erstmal kriegen. Das ist mir scheißegal. Ich brauche erst das Geld. Lass mich in Ruhe. Das war Sam. Hier so viel Geld. Woo. Lalalala. Und wir sind wahre Abenteuer. Genau, das wollte ich machen. Sam steht hier mit seiner Kelle. Komme ich da oben hin? Ja, komme ich hin. Perfekt. So, was muss ich jetzt machen? Gollum hauen. Geh weg. Geh weg. Würde machen hier alles kaputt. Das ist aber nicht gut, wa? Du, ich baue hier mal was zusammen, damit können wir in den Raum kommen, hä? Hep. 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 Diese ganzen Stützpfeile am besten noch weghauen. Ist ja nicht so, als würde das Ding sowieso schon instabil sein. Bam. 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 Und kabumm. Einfach nur mal so als Abwechslung. Bam. Ich hau Frodo, oder? Kann ich Gollum nicht hauen? Soll ich Frodo zu hauen? Ich kann nur Frodo zu hauen. Muss ich wieder zu Frodo wechseln? So, jetzt habe ich Gollum abgeworfen. Komm her. Komm hier hin. Ja, jetzt kann ich wieder hauen. Oh. Geh weg, wir wollen nur den blöden Ring da in das Feuer schmeißen. Natürlich. Nummer 3 bricht wahrscheinlich auch noch zusammen. Los, bau. Okay, was willst du jetzt machen? Ach so. Ja, natürlich. Ja, ist ja. Ist klar. Logisch. So. Weg. Jetzt muss ich wieder zu Frodo wechseln. Das ist ein bisschen blöd gemacht.
dass ich jedes Mal rüberwechseln muss, damit wir ihn direkt schlagen können. Da ist er. Rums, rums, rums. Ein Leben hat er noch. Wow. Ja, kletter auf mir wieder hoch. Richtig. Was mache ich jetzt? Muss zu Frodo wechseln. Ach, Frodo muss bauen. Ja, ist ja gut, ich wechsle ja schon. Mein Gott. Blink, blink, blink. Ah, komm. Geh kaputt. Blödes Gollum. Nein. Au. Ja, es war tanzen. Frodo steckt sich seine Hand wieder an. Ah, jetzt schmeißt sie noch endlich rein. Ja, beide. Und weg ist er. Einringen, sie zu knechten. Sie alle zu finden. Ins Dunkle zu treiben. Und ewig zu binden. Er hat es geschafft. Der eine Ring ist vernichtet. Aber auch Frodo. Nein, er hängt noch. Gib mir deine Hand! Bitte! Es geht ja noch weiter. Ich muss ja noch rennen. Ich möchte natürlich eigentlich der Sam sein. Ah, verdammt! Die blöde Kiste. Wie soll man das auch beim ersten Mal schaffen? Wo bin ich denn jetzt gerade hergerannt? Das sah irgendwie komisch aus. Ach, da läuft Lava. Hep! Wow! Ein Glück bin ich Superman. Und kann so weit springen. Rums, ich kann durch Steine rennen. Was wären wir auf einmal hier Super Frodo und Super Sam geworden? SF? SS. Na, SS hört sich nicht so gut an. Weiter. Vorbei. Ja, Herr Frodo. Es ist vorbei. Ja, das ist es. Endlich. Ihr habt es geschafft. Meine Damen und Herren. Pilot Gandalf holt euch ab. Ups, fallen gelassen. Nein, natürlich nicht. Nun kommen die Tage des Königs. Das fährt schon wieder. Dieser Tag gehört nicht einem einzigen Manne, sondern uns allen. Pippin. Das war der Schicksalsberg. Das Level wurde abgeschossen und wir halten Frodo und Sam in der erschöpften Version. Genauso wie Aragorn in königlicher Rüstung. Die letzten beiden Charaktere werden zum Kauf freigeschaltet.
Wir haben etliches an Geld verdient. 3 goldene Kisten. 34 Dingesteine. Und wir haben Mittelerde freigeschaltet. Als freies Spiel. Und wir beenden natürlich die Geschichte von Herr der Ringe. Das war's. Das war's Let's Play. Noch nicht ganz. Denn ich will mit euch noch einen kurzen Ausflug machen. Wenn hier die TT Traveler's Gate Traveler's Tales natürlich Werbung vorbei ist, werden wir uns noch einmal kurz in Mittelerde umschauen. Ja, Spezialfolge, ein bisschen länger heute. Falls denn mal weiter. Ja, wir sind jetzt nämlich in Minas Tirith, oder eher gesagt auf Minas Tirith. Wir sind ganz oben. Wir sind ganz oben angelangt. Und wir speichern uns natürlich hier mal eben die Karte. Minas Tirith. Kartenstadt entdeckt. Hier können wir unter anderem den Wächter der Feste, den Netor kaufen. Aber ich würde gerne woanders hin. Und ich möchte gucken, wo man ihn denn kaufen kann. Ob man ihn kaufen kann. Gothmog. Hier ist ein Mordor-Org. Wo ist er denn? Wer ist er denn? Haldir. In Lorien. Was ist da? Die Minen von Moria. Wen kann ich da kaufen? Ein Moria-Ork. Irgendwie logisch. Ich suche die Karte mal noch ein bisschen ab. Was ist das? Das Bruchtal. Ach, da ist Bilbo. Hier ist ein Ringgeistschatten. Hier ist ein Ringgeist. Normaler. Hier ist Radagast der Braune? Okay. Und hier ist auch Tom Bombadil. Nach Hobbingen will ich sowieso gleich noch. Aber ich wollte eigentlich einen anderen Charakter kaufen. Nur wo ist er? Aber wahrscheinlich kann ich die hier noch gar nicht sehen, weil ich die Karten gar nicht freigeschaltet habe, oder? Ein Uruk? Soldat der Schattengeister? Anscheinend nicht. Wer ist denn da? König der Toten? Anscheinend muss ich da wirklich dann dahin. Erst. Na gut. Vielleicht zeige ich das dann nochmal später. Wir gehen dann mal eben nach Hobbingen zurück. Und sehen uns da noch ein bisschen um. Tagsüber natürlich. Oh, die schöne Musik direkt wieder. La 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 la. Und da sind wir in Hobbing. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen umsehen, was es hier so zu machen gibt. Da ist zum Beispiel noch ein glänzendes Schloss. Da haben wir den Charakter noch gar nicht für. Ha. Aber wir können hier in unser Haus rein. Das wollte ich nämlich auch nochmal zeigen. Und zwar liegt hier allen möglichen Zeug rum. Diamanten. Was stand da? Stand da. Bearbeiter verwenden. Was ist denn ein Bearbeiter? Zeig mir doch mal den Bearbeiter. Oder willst du heute nicht? Oder kann ich da meine eigenen Figuren erstellen? Ja, kann ich. Ich könnte mir meine eigenen Figuren erstellen. Ja, ich möchte den Bearbeiter verlassen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hallo. Bilbo Beutlin in Alt. Kaufen. Huch.
Da fiel auf einmal das Licht rein. Haben wir denn hier noch irgendwas Schönes? Können ja nicht wirklich was kaputt machen. Können uns nur ein bisschen umsehen. Viel ist ja also nicht zu holen. Zurück nach... Ne, Beutels End ist das Haus da. Hobbing, natürlich. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, guck mal da, ein Schloss. Aragorn. Zack. Wir können jetzt nämlich quer durch die Charaktere wechseln. Und wir sollen also, wollen eigentlich nicht das sabotieren, sondern das Schloss. Was bist du denn für Ena? Ach genau, so. Oh, gut. Hallo. Meine blöde Ziege läuft dauernd davon. Egal, womit ich sie anbitte. Wenn du mir etwas unzerstörbares Mithrilseil anfertigst, verrate ich dir eine übel riechende Quelle für Stutz. Eine übel riechende Quelle für Stutz? Aha. Ja, eine Ziege haben wir ja hier schon. Wieso hat er denn sein Schild so komisch draußen? Hat er dein Schwert wohl wieder? Was haben wir denn hier noch? Hier ist nichts mehr anscheinend. Hier ist ein bisschen Wasser. Blub, blub, blub. Vibriert bei jedem Tippen. Wer bist du denn? Osi! Gekauft. Ein bisschen verschwenderisch Geld ausgeben. Da geht's rein. Hier ist Geld im Haus. Und ein Volksfest natürlich. Das Schweinchen ist natürlich auch wieder da. Das darf man ja hier nicht vergessen. Wir springen über den kleinen See. Und sehen hier, dass wir hier Sammy Boy brauchen. Der natürlich hier hinten rumhockt noch. Hep. So. Zieh doch mal die Tür auf. Was ist denn da drin? Oh, hallo. Ich habe auf Gandalfs Haltestab aufgepasst. Als ich mal nicht aufgepasst habe, ist eine Ziege mit ihm davongerannt. Ich habe sie verfolgt, aber auf halber Höhe des Amon Hen habe ich sie verloren. Amon Hen? Bist du Kirre? Weißt du, wo der liegt? Oh Gott. Naja, das sind halt alles diese ganzen Nebenmissionen, die man hier machen kann. Und davon gibt es so viele. Schlimm. Legolas. Schieß doch mal. Triff doch mal. Oh, hallo. Noch eine. Hallo, eine Sie. Mein Herr Gemahl hat wieder unseren Hausschlüssel verloren. Immer dasselbe, wenn er sich mit seinem Kumpel bei den Minen von Moria herumtreibt. Das ist jetzt wirklich unlogisch. Die Minen gehören den Orks. Die werden da nie und nimmer hinlaufen. Mit dem Kumpel. Kann ich da nicht hin? Oh, hier durch. Aha! Benutzt man doch mal den Haupteingang, kommt man auch wesentlich weiter. Ich meine nicht zu erinnern, genau hier, dass wir auch hier noch Legolas brauchten. Um da was gegenzuschießen. Andere Richtung. Hep. Und hep. So, hoch. Hoch. Gut, jetzt auch noch hier rüber balancieren. Hier liegt richtig viel Geld rum. Und jetzt auch noch dahin. Und wir kriegen einen weiteren Mithrilstein. Wey! Jetzt können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen von hier. Ist natürlich alles so wegen dieser Weitsicht verschwommen. Und wir gucken mal eben auf die Karte. Obwohl, Moment, das geht schneller, ne? Genau so. Was ist denn... Hier. Zu dem Entwurf würde ich gerne. Zuerst. Dann habe ich da noch einen Auftrag. Und dann hier bei Radagast mal vorbeischauen. Springen wir runter. Wo führen mich denn die Geisterstats hin? Wo sind sie denn? Nirgends. Aber ich glaube, ich laufe falsch. Ich glaube, ich laufe falsch. Ah, da sind sie ja. Da sind Geisterstats. So, die müssten einen jetzt eigentlich zu den Zielen führen, wo man hin will. Ich gucke nochmal eben schnell. Sieht schon mal relativ gut aus. Die grobe Richtung.
Ja, was ist denn? Ich muss hier angeln. Ich muss hier angeln. Aber angeln können wir ja eigentlich. Denn wir haben ja das Schatzgepäck dabei. Und da ist eine Angel drin. Dort ist die Angelrute. Das heißt, wir können jetzt eine Runde angeln. Mit Legolas. X. Und... Ah. Und... Ah. Natürlich, der Tausender ist in den See gefallen. Und wir haben einen Wurf freigeschaltet, und zwar... Mithril-Pinsel. Was zum Teufel soll ich mit einem Mithril-Pinsel? Wer weiß, was man damit macht, schreibt es mir natürlich wie immer gerne in die Kommentarbox da unten. Wir hauen ja nochmal eben den Stein hier kaputt. Rums. Und kriegen noch so ein Ding. Und müssten dann, da flog ich gerade so ein bisschen durch die Karte, müssten dann eigentlich schon relativ viel hier haben. Portals enters das Haus. Ja, gut. Laufen wir nochmal eben zu diesem Typen hier oder zu der Frau. Oder whatever das ist gerade. Auf jeden Fall ein Hobbit. Und fragen den nochmal, was er gerne haben will. Oder ist das das Haus, wo wir nicht rein können? Ja, das ist das, wo wir noch nicht rein können, wo wir einen bestimmten Charakter brauchen, den wir noch nicht haben. Wir machen uns dann eben kurz noch auf den Weg hierhin. Nach Bre. Und werden uns dann mal eben kurz nach Radagast umschauen. Das interessiert mich ja jetzt. Ping, ping. Dass es in Bre auch immer regnet, ne? Ah. Puh. Läuft mir direkt ein Schauer über den Rücken. Und ich habe schon Geld gesammelt, obwohl ich noch nichts sehe. Aha. Was zum Teufel hast du denn da gemacht? So. Ich wette immer noch mit euch, dass das hier Peter Jackson ist. Hi. Und wir ziehen mal eben die Tür auf, wenn ich gerade schon hier bin. Klenk. Hallo. Hallo. Ich hielt Totensümpfe bloß für einen Dampf. Ich wusste nicht, dass da wirklich diese Dinger rumschwimmen. Ich bin so schnell gerannt, dass ich meinen schicken Schirm verloren habe. Da ihr kein Bild von mir habt, seht ihr nicht, wie blöd ich gucke gerade. Ernsthaft, ich soll einen Schirm wiederholen? Einen Schirm? Ach so, ein Rattab. Ja. Willst du? Oh. Ein Entwurf. Eine Bürste. Ich dachte, er ist Büste, aber es ist eine Bürste. Guck mal, das wollte ich nicht. Nein. Kein Mary. Legolas. Hier sind nämlich noch so Dinge. Zum Dranspringen. Ja, natürlich. Was zum Teufel machst du? Was zur Hölle? Irgendwie passt hier heute gerade nicht. Ja, jetzt. Hä? Hier ist auch noch ein Stein. Aufgabenfinder. Und den kann ich jetzt auch mal kaufen. Den kann man ja jetzt ganz gut gebrauchen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich weiterspiele. Ob ich das damit aufnehme. Mal sehen. Aber eigentlich wollte ich da eben noch... Hallo? Eigentlich wollte ich zu Radagast, genau. Na, das machen wir auch noch. So. Da ist noch so eine Tür. Hallo. Hallo. Danke. Hier ist noch ein Entwurf. Ein Pfeifenschwert. Interessante Dinger, die man hier so machen kann. Hier ist noch ein Schießstand. Falls er mich wieder wechseln lässt, machen wir das natürlich auch noch eben. Zack, 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 zack. Hat ja richtig gut funktioniert, dass mehrere Dinge anwählen. Gucken. Ach, jetzt funktioniert das. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo es hier denn zu Radagast geht. Hallo, Garten. Dankeschön. Radagast der Braune.
Folgen wir den Geisterstats. Lostutz. Oder wie auch immer. Hier anscheinend raus. Da lag ein bisschen Geld. Hier geht's rum. Hä? Oh, hallo. Ah, da ist er schon. Bitte? Nee. Mehr ist doch nicht. Nee, der kostet mir zu viel. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell dann nochmal in der Aufnahme. Wenn ich noch ein bisschen was hier erforsche, höchstwahrscheinlich aber nicht. Wir haben schöne 30% des Spiels. Wir haben die Story abgeschlossen mit einer extra langen Folge, 36 Minuten gleich schon. Und ich freue mich dann mit euch auf das neue Projekt, das wahrscheinlich jetzt schon läuft. Und falls ihr wie immer Projektwünsche habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich werde mir dann was ausruhen. Also, danke fürs Zusehen bei diesem Let's Play. Und bis bald. Tschö.